für den Brutal macht das für die Wildcats. John Clemens kämpft sich durch. Das war die 33-Grad-Linie, aber es ist eine Flagge auf dem Feld. Und das bedeutet immer eine gelbe Flagge, dass die Schiedsrichter etwas zu bemängeln haben. Wir werden es gleich erfahren. Sebastian Silva-Kreuz hat ein bisschen tief gebockt, das darf er nicht. Und es wirkt sich gleich negativ aus. Die Galaxy muss 15 Yards zurück. Und jetzt geht's los. Ein Play-Action-Spielzug auf Tom Harrelson, den Receiver, vollständiger Pass, aber wenig Raumgewinn für diejenigen, die heute neu dabei sind. Vier Versuche gibt es, um 10 Yards oder auch Meter zu überwinden. Und das war der erste, hier kommt der zweite Versuch. Ausgeführt und dann darf auch der North
dann fangen wir den Ball bei der Vorhand. Großartig gemacht. Touchdown, Touchdown. Die selbst früh gestoppten Flaggen sind auf dem Feld. Stopp, Mann. Ruhig hier auf dem Feld. 15 Minus Strafe. Stopp. Blocken unterhalb der Grundlinie war das. Und das geht nicht. Das wird bestraft mit 15 Yards Laufverlust. Welcome back.
Abschluss. Für Tor Hermansen. Fast wäre er intercepted worden, also abgefangen, aber dazu hat es nicht gereicht. Für den Versuch, unser Punch-Team muss auf den Platz und Tim Miskewitsch wird jetzt den Ball so weit wie möglich in die Kirchdorfer Region schießen. Stefan Hausinger steht bereit auf Seiten der Wildcats und eine Flagge auf dem Feld. Da waren wohl 12 Mann auf dem Feld für die Kirchdorfer und die Schiedsrichter zählen mit. Stefan Hausinger heißt der Mann, der den Ball zurückgetragen hat für die Wildcats und schon wieder das letzte wieder verletzt. Und hier schalten wir kurz rückwärts zu unserem Feldreporter. Christian, bitte. Wieder der letzte Spieler auf dem Feld. Gibt es keine guten Nachrichten oder aus der Kabine? Wir erinnern uns alle hier an die Verletzung eben noch von Lassana. Er wird jetzt ins Krankenhaus transportiert. Schwere Knieverletzung. So die erste Diagnose von unserem Teamarzt. Er ist noch unten in der Kabine. Und deshalb würde ich sagen, nochmal einen Riesenapplaus von allen für unseren Trainingsspieler von Lassana. Hoffen wir, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm ist wie die erste Diagnose. Dankeschön,
Bitte die Spielzeit korrigieren. Auszeichnung, Verantwortung, erstes Team
jetzt die Stunt-Cheerleader als Gast zu bitten.
Daniel Mainz war das mit dem Lauf. Für die RSC macht ein paar Jahre zu gut. Thank you.
Station für den Kirchdorfer. Und René Röll macht das entscheidende Tackle, Flaggen auf dem Feld.
Alexander Rausberger konnte den Ball nicht fangen, konnte ihn aber wieder sichern. Thank you.
So heißt der Bund mit der Hälfte des Gastes. Touchdown für Kirchner.
Der Extrapunkt von Stefan Hausinger ist kurz vor der Spielstand 21:14 und hier geht runter zu unserem Vielfreporter zu Christian. Schläge waren hier verletzt. Er spielt aber weiter. Er ist der unkaputtbar. Mit Rippenprellung spielt Kai weiter. Und wir haben leider auch verletzt den Patrick Kavalle. Er auch mit einer Knieverletzung wird leider heute nicht mehr spielen. Ist mittlerweile hier wieder geduscht umgezogen in der Teamzone. Deshalb von allen. Er wird heute nicht mehr zurückkommen. Trotzdem ein Riesenapplaus. Unser Patrick Kavalle. Hoffen wir, dass er das Spiel spielt. Und er wird gleich anspielen. Dankeschön, Christian. Den können wir uns noch anschließen, gute Besserung, Franco. Spielstand 21:14 für Frank von Galaxy. Und die Kirchdorfer sind bereit zum Kick. Thank you.
etwas schlechtere Position für den neuen Hafener Touchdown. Thomas Zambach, bekannt als Fußballer. Yeah.
Strafe. Erster Versuch. Ein früher Strafe von Kevin Voller. Der dritte Strafe. Thank you.
tackle. Thank you.
Zeit. Alex Mios des Niemals für den Cornerback-Sack. Und der Schiedsrichter. Ein Holding gegen die Kirchdorf Wildcats. Raumgewinn für die NXT. Halten! Nummer 78 Kirchdorf. Die Strafe wird abgelehnt. Zweiter Versuch. Jens Bernstein, Block in den Rücken.
Vielleicht zu ihm was in der Wiederholung. Der vierte Versuch für die Galaxy, ein Punt, 10 Sekunden vor Ende dieser Hälfte. Dann muss schon ein Punkt geschehen, wenn noch Punkte auf die Uhr kommen. Ich glaube, die Uhr ist ausgelaufen. Es ist